La Mère die Mutter, la Grand-Mère die Großmutter. Der Kleber fort, mach die Tür zu. Ja, ist gut. Ach so. Hiermit beenden wir unseren französischen Unterricht. Ja. Sie hören jetzt das Zeitzeichen. Nein, das will ich nicht. Moment, wo ist der Radioapparat? Wo habe ich den Radioapparat hingetan? Ruhig, also, das ist ja nicht zu. Wo ist der Radioapparat? Du was? Der Radioapparat. Der ist doch nicht so klein, den kann ich doch verstehen haben. Ah, ach da, im Schrank ist der. Ist der. So. So. Ach so. Was nun? Oh. Ach so, Hänschen, du bist es. Ja, ja, was willst du? Baden, ja? Ach, warte bis morgen früh. Baden wir zusammen. Du kriegst auf alle Fälle mal Futter. Oh, Hänschen, das werden wir gleich haben. Herr Rudi. Was denn? Herr Rudi, ja? Bitte, ich kann hier nicht raus. Ach so, ja. Ja, einen Augenblick mal bitte, ja. Einen Moment mal. Ich habe die Flurgarderobe da vorgestellt. Moment. So. So, Fräulein Lieschen, jetzt können Sie raus. Mein lieber Herr Rudi, wenn das Ihre seelische Frau Großmutter wüsste. Was denn? Seit 4 Wochen bauen Sie um. Ja, ja, jetzt muss er was Hänschenfutter haben, nicht? Hätten Sie die Möbel so stehen gelassen, wie Sie bei Ihrer seelischen Frau Großmutter gestanden ja, haben, ja. Dann wäre... Fräulein Lieschen, bitte, ja, ich brauche eine andere Umgebung. Ich bin ja schließlich ein junger Mensch. Ja, ja, die Jugend hat ja immer recht. Ja. Na, warten wir es ab. Ja, warten wir es ab. Und wenn ich mit der ganzen Wohnung hier fertig bin, nicht? Ja. Dann baue ich Ihr Zimmerchen auch um. Nein, das dürfen Sie nicht, das erlaube ich nicht. Doch, das wäre ja noch schöner. Ich habe allein auf dem einen Schrank 12 Bilder von meiner Familie stehen. Ja, die kommen weg. Nein, die kommen nicht weg. Da ist ein Bild von meinem Vater. Da ist ein Bild von meiner Mutter. Nein, von meiner Mutter sind 2 Bilder. 2 Bilder. Eins als junges Mädchen, eines als Frau, ja. Dann eines als alte Frau. Dann mein Onkel, meine Tante, meine Cousine, mein Vetter. Dann mein Vetter in Uniform, in Feuerwehruniform. Der war erster Feuerwehrmann. Seit 14 Tagen geht dieses Rumoren, seitdem dieser Herr hier im Hause wohnt. Aber ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Sehen Sie, Herr Professor, alle im Hause, die haben sich schon beschwert. Nur was wollen Sie da machen? Och, was ich da mache, ich werde schon zeigen, was ich da mache. Ach, gar nicht können Sie da machen. Sehen Sie mal, der Herr Schulz, das ist der Enkel von der Frau Schulz, die vor einem halben Jahre verstorben ist. Ach, das ist ganz egal. Nee, das ist mir egal. Der Herr Schulz, der ist doch vor 14 Tagen aus Südamerika zurück. Da haben Sie es. Da hören Sie es. Das geht so die ganze Nacht. Na ja, Herr Professor, ich werde oben gleich mal Bescheid sagen. Ich bitte. Sie sind mir ja ein lieber Mensch, aber in mein Zimmer kommen Sie nicht rein. Also in ein Zimmer, in dem ich 50 Jahre wohne. Wissen Sie, was das die heißt? 50 Jahre wohne ich in... Die blauen Vorhänge müssen doch. Mein Vogel ist weg. Hänschen. Was ist denn hier mit gewesen? Hänschen. Ja, ach so. Moment, ein Augenblick. Morgen. Haben Sie meinen Vogel? Nee, aber sagen Sie mal, Herr Schulz, was machen Sie denn eigentlich? Das ganze Haus beschwert sich ja über ihn. Von frühen Morgen bis in die späte Nacht, da bumsen Sie mit den Möbeln rum. Hört man das? Ja, der Professor hat sich schon so beschwert. Ja, ja, also das Ganze muss hier mal raumtechnisch durchdacht werden. Ach, hätten Sie es mal stehen lassen, wie es gestanden hat. Der lässt sich aber das nicht mehr gefallen. Ja, ja. Guten Tag, ach, ich komme ja bloß wegen dem Lärm. Das ganze Haus beschwert sich ja schon. Das ist ja auch wirklich ein bisschen viel. Ja, da haben wir es. Das hätte sollen Ihre seelische Frau Großmutter. Bitte, meine Damen, würden Sie bitte mir mal helfen. Na ja, 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 Augenblick, das muss nämlich zugehalten werden. Ach, Sie haben mich ja eingequetscht. So, einen Moment mal. Ja, aushalten. Ja, das ist leicht gesagt. Ich habe einen Finger zwischen. Wer ist da? Betty Klinger. Bitte schön. Wer bitte? Betty Klinger. Ach so, ja. Großmutter hat mir geschrieben. Nach Südamerika. Ach, Sie sind der Rudi. Ja. Ja, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Sagen Sie, was machen Sie denn hier? Wie sieht's denn da aus? Ja, ich räume etwas um. Ja, warum denn? Ich muss es mir heimisch gestalten. Aber es war doch... Ja, es war. Es war für die Großmutter, war es. Bestimmt. Aber für mich nicht. Bestimmt nicht. Ich muss mich doch hier schließlich einleben. Bitte schön. Darf ich Sie bitten? Entschuldigen Sie für das. So, jetzt. Ja. Ja, ich bin nämlich ein künstlerisch empfindsamer Mensch, nicht? Ich möchte in das Ganze hier eine persönliche Note bringen. Es war doch hier sehr gemütlich. Ja, aber altmodisch. Hm. Sind hier lauter alte Möbel? Das ja, es fehlt Ihnen eben die neue Linie, fehlt Ihnen. Und ach, bitte nehmen Sie Platz, ja. Einen Moment mal, bitte schön. Da, ich bin nämlich an sich, bin ich gar nicht auf Damenbesuch eingerichtet hier. Die neue Linie fehlt hier. Sehen Sie zum Beispiel, der Schrank. Die Muschel ist zu viel. Passen Sie auf.
Ich nehme die Muschel herunter und habe die strenge, einfache Linie. Wenigstens oben am Gesims habe ich sie. Und... ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Ja. Was ist denn das? Ach, das ist eigentlich nichts. Ich bin zu Ihnen gekommen, und das freut mich. Wirklich. Sie waren ja bei meiner Großmutter Gesellschafterin, nicht wahr? Haben ihr 3 Jahre was vorgelesen. Ja. Oh, wir rufen Sie doch Herrn Schulz. Ja, ja, ich hole ihn. Oh, ach, Jott, der arme Finger. Was heißt die arme Finger? Jetzt ist der Kopf zwischen. Oh, Herr Rudi, oh. Herr Rudi, kommen Sie. Herr Rudi, kommen Sie schnell, jetzt hat den Kopf zwischen. Ich glaube, Sie werden gerufen. Wollen Sie nicht mal nachsehen? Ja, ja, ich glaube, wenn ich das dürfte, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ja, entschuldigen Sie. Entschuldigung. Entschuldigung. Herr Rudi, kommen Sie schon endlich. Ja, mein Gott, kommen Sie doch her. Lange nicht mehr den Schirm. Oh, na, was denn, warte, warum verfreit er mir denn nicht? Herr Schmidt, aber halt es ja nun nicht mehr aus. Rudi, Herr Rudi. Einmal, Achtung. So. Na, Sie haben aber Glück gehabt, dass ich so einen Beckenkopf habe. Ja, ich weiß schon, worum es geht. Bitte schön, ja. Und morgen bauen wir weiter um, nicht? Ja, aber dann entschuldigt. Guten Morgen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So. Ja, ist die Großmutter. Mhm. Gefällt es Ihnen? Ich fand's immer schon fürchterlich. Ach, ist mein Werk. Ja, ich wollte nämlich Kunstmaler werden. Das ist aber eine Jugendsünde von mir. Großmutter hat das Bild immer sehr gern gehabt. Ja, wahrscheinlich Ihnen zuliebe, nicht? Sicherlich. Mhm. Wissen Sie was? Wir trinken jetzt zusammen Kaffee. Nein, jetzt muss ich Ihnen... Wir machen uns jetzt recht gemütlich hier. Bitte schön, komm. Aber ich muss Ihnen jetzt endlich... Oh, kommen Sie her. Nein, hier bleiben. Halt hier. Moment. Wer ist da? Herr Schulz, ich komme von Herrn Professor. Ja, ja, ach ja. Von Herrn Professor Großkopf. Kornkopf. Kornknopf, ja. Ja, und er lässt Sie herzlich bitten. Danke sehr. Bitte schön. Er hat so schrecklich viel zu arbeiten. Ja, ja, ich weiß. Also, er tut mir leid, bestimmt. Herr Schulz, und er lässt Ihnen sagen, es ist unerträglich laut in Ihrer Wohnung. Da hat er recht. Aber es hat ein Ende, bestimmt. Und wenn es ein Ende hat, werde ich meinen Antrittsbesuch bei ihm machen. Ja. Also, schönen Gruß an Herrn Professor Kornknopf. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So. Ach, das war sehr nett von Ihnen, dass Sie hier etwas aufgeräumt haben. Was soll ich denn sonst tun? Aber jetzt muss ich ihn wirklich erklären. Guten Morgen, Fräulein Fett. Ach, guten Morgen, wie geht's Ihnen denn? Ach, es hat sich hier manches verändert. Ja, aber es wird sich zum Guten verändern, bestimmt. Hören Sie, jetzt muss ich Ihnen wirklich erklären, warum ich gekommen bin. Bitte. Ich habe einen Brief von Ihrer Frau Großmutter bekommen. Von der seligen Frau Großmutter? Und zwar heute früh. Hast du gestern Abend in den Kasten gesteckt? Das ist ja unmöglich. Ist doch gar nicht möglich. Liebes Fräulein Betty, suchen Sie sofort nach Erhalt dieses Briefes Rudi auf und lassen Sie sich das Bild Sonnenuntergang am Mondsee geben. Herzlichst. Das ist Ihre Unterschrift. Was hat er denn gesagt? Nur, er lässt sich schön grüßen und es wird bald Stille sein. Es wird bald Stille sein, so. Sonnenuntergang am Mondsee. Das Bild habe ich irgendwo gesehen. Einen Augenblick mal bitte, ja? Ja, Sie soll es natürlich sofort haben, bitte schön. Einen Moment mal. Ist ja egal. Da, bitte. Hören Sie sich doch das mal an. Ja, ich höre. Das nicht. Hier, das bin ich mit 2 Jahren. Hier, das bin ich beim ersten Schulgang. Mit 8 Jahren. Das Bild vom Mond ist doch nicht so wichtig. Doch, das ist wichtig. Großmutter hat es gewollt und damit hat sie es. Alles nicht. Hier, das bin ich mit 4, mit 11 Jahren. Hat alles gar keinen Sinn. Da sind noch Bilder. Sagen wir erst mal sehen. Wenn niemand... Niemand den Mut hat, dem Herrn die Wahrheit zu sagen, dann werde ich es tun. Pass dich mal auf. Viel Vergnügen. Moment, da, hier, das ist... Ah! Moment, das ist egal. Das ist ganz gleichgültig. Das ist egal. Auch nicht. Haben wir noch die Bilder am Boden? Ja, ja, noch Moment, ich gucke mal am Boden. Einen Moment. Bitte, wer ist da? Ich bin's. Ach, Herr Professor Großkopf. Ach, Kornkopf. Kornknopf, ja. Das geht so nicht weiter. Sehr richtig. Seit 14 Tagen sind Sie um. Ja, das ist der Sonnenuntergang am Kornsee. Wie bitte? Am Mondsee. Naja, Sie sehen das also ein, dass das ein Ende haben muss. Ja, es hat alles ein Ende. Also bitte, ich helfe Ihnen sehr gern, aber ich muss endlich mal im Haus Ruhe haben. Bitte schön. Wo muss er denn hin? Bitte schön, dort, Herr Professor, ja? So. Vielleicht das Bild, Herr Professor, das Bild. Wohin? Da oben an den Nagel. Ja, gut. Wenn ich sein darf. So. Okay. So.
Weiter, weiter, weiter. Dann vielleicht die Küche. Was soll denn das machen? Nein. Wer war denn da? Ach, hat sich einer gemeldet zum Arbeiten. Herr Rudi, ja. Ich habe es überlegt. Das Bild vom Mondsee ist doch nicht so wichtig. Ich nehme das zum Andenken. Nein, 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 nein. Es bleibt beim Mondsee. Wir haben ja auf dem Boden. Haben wir schon wieder. Entschuldigung, bitte. Ja, vielleicht kommt noch einer zum Arbeiten. So ist richtig. Immer weiter. Hallo, wer ist da? Hallo? Was denn? Ist gar keiner da? Ist ja merkwürdig. Krass. Ist ja der Briefträger, so was Dummes davon. Wieder von Oma? Was ist denn, Herr Rudi? Was ist denn? Oma lässt schon wieder grüßen. Auch gestern Abend in den Kasten gesteckt. Mein lieber, lieber Junge, ich habe Fräulein Betty das Bild vom Sonnenuntergang am Mondsee vermacht. Und bitte gib es ihr. Und sieh dir beide genau an, das Bild und Fräulein Betty. Ich meine es wirklich gut mit dir. Von ganzem Herzen gut. Oma lässt grüßen. Ich kann nicht mehr. Das ist unglaublich. Das ist ganz unglaublich. Hallo. Ah! Hallo. Ach so, aus der Küche. Ja, ja. Hallo. Ja. Hallo. Was ist denn? Ich hab einen Vogel. Wie bitte? Ich hab einen Vogel. Ach so, er hat sich an mein Hänschen gefangen. Sie können sich ja nicht rauswerfen, wenn er nicht. Ist ja bei Ihnen zu. Ich hab Ihr Hänschen in der Speisekammer gefangen. Ja. Und gefangen. Bitte schön. Ich gebe am besten mal zur Post, mich entschuldigen, Herr Schäfer. Ja, gut. Sie haben ganz recht. Beide arbeiten. Weiter ankalten. Entschuldigen Sie, Herr Postdirektor. Ich bin nicht Postdirektor. Gut, Herr Direktor. Aber Sie können die Sache bestimmt erledigen. Es ist dringend. So? Ja, ich habe nämlich heute einen Brief von meiner Großmutter bekommen. Ja, und? Das ist gar nicht möglich. Ich frage Sie, wie ist so etwas möglich? Ja, sind Sie Herr Rudi Schulz? Ja, ja, das bin ich. Ja, der Brief ist richtig adressiert und frankiert, heute Nacht zwischen 11 und 12 Uhr aufgegeben. Ja, aber das ist gar nicht möglich. Ich frage Sie, meine Großmutter kann mir nämlich gar nicht mehr schreiben. Warum? Meine Großmutter ist nämlich tot. Aha. Ja, vielleicht ist die Adresse falsch. Nein, nein, die stimmt. Ja, vielleicht ist ein anderer Herr Schulz gemeint. Wieso? Gibt es denn noch mehr Schulz? Na, erlauben Sie mal. Ich meine, bei uns im Haus. Guten Tag. Oh, das sieht ja hier inzwischen wunderhübsch aus. Dabei steht hier fast alles so wie früher. Ja. Nur das Vertigo, also das müsste nun wirklich etwas weiter rüber. Jetzt hören Sie mal auf, jetzt ist Schluss. Ja, bitteschön. Ja. Ach, Fräulein Betty, ich möchte Sie gern etwas fragen. Ja? Ich möchte Sie fragen, ob, Sie das Bild Sonnenuntergang endlich gefunden haben. Leider, das ist nicht da. So, das war es ja auch gar nicht. Ich möchte Ihnen sagen... Der Kaffee ist fertig. Ah ja, ganz recht, bitte schön, das möchte ich Ihnen sagen. Übrigens, Herr Rudi. Bitte. Das Bild Sonnenuntergang am Mondsee, ja, habe ich niemals bei Ihrer Frau Großmutter gesehen. Ich eigentlich auch nicht. Ja, dann müssen wir es eben suchen, nicht? Ein Telefon, entschuldigen Sie bitte, ja? Hallo? Hier ist Dr. Schmidt. Ah, ist der Anwalt von der Großmutter. Ich bin beauftragt, Ihnen ein Zusatztestament Ihrer Frau Großmutter zu verlesen. Ich bitte Sie morgen pünktlich um 10 Uhr in mein Büro zu kommen. Die Gesellschafterin Ihrer Großmutter, Fräulein Betty Klinger, wird auch anwesend sein. Ja, 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 ja. Ja, auf Wiedersehen. Du, Sie... Ihre Großmutter hat weiter verfügt. Mein Vermögen wird in zwei gleiche Teile aufgeteilt. Und zwar sollen 10.000 Mark an meine Gesellschafterin Fräulein Betty Klinger und 10.000 Mark an meinen Enkel ausgezahlt werden. Herr Doktor, wir beide schmeißen wieder zusammen. So? Ja. Ja, dann sind ja die beiden Briefe überflüssig, die vorgestern aus meiner Akte verschwunden sind. Was denn? Vielleicht ist hier... Einen Moment mal, Herr Doktor. Hier, das ist... Ja, ja, wie kommen denn die in Ihren Besitz? Ja, ich weiß doch nicht. Verzeihen Sie, Herr Doktor. Die Briefe habe ich vorgestern frankiert und in den Kasten geworfen. Ich dachte, Sie hätten sie auf dem Schreibtisch vergessen. Ach so. Herr Doktor, bitteschön, dann wissen Sie vielleicht auch, wo der Sonnenuntergang am Mondsee ist. Das Bild? Ja. Das Bild existiert überhaupt gar nicht. Was? Das hatte lediglich den Zweck, Sie beide zusammenzuführen und dieser Zweck ist, wie ich sehe, erreicht. Ja, dann gestatten Sie, Herr Doktor.